Unglaublich, dieses Mädchen wurde ohne Blut geboren. Was es mit dieser Geschichte auf sich hat, erfährst du heute in unserem Video. Emma Vinyes erlebte bis zur 34. Woche eine unkomplizierte Schwangerschaft. Doch dann spürte sie, dass etwas nicht stimmte. Das Ungeborene in ihrem Bauch schien sich nicht mehr zu bewegen. Emma sollte recht behalten. Als die kleine Maisie auf die Welt kam, konnten die Ärzte es kaum fassen. Der Hämoglobinwert des Babys lag bei 0. Das bedeutet, dass quasi kein Blut durch Maisies Adern floss. Stattdessen fanden die Ärzte nur eine sehr dünne Plasmasubstanz. Nachdem sie mit einigen Bluttransfusionen versorgt worden war, stieg ihr Hämoglobinwert wieder auf ein normales Level an. Ein Wunder war geschehen. Die kleine Maisie überlebte. Maisie ist weltweit der erste dokumentierte Fall, bei dem ein Baby mit einem Hämoglobinspiegel von 0 geboren wurde. Aber wie kann das sein? Während der Schwangerschaft wurde die komplette Blutversorgung des Embryos vom Körper der Mutter unterbunden. Das Blut des ungeborenen Babys wurde von der Mutter regelrecht absorbiert. 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin kam es dann zu einer Frühgeburt. Zum Glück. Durch das fehlende Blut wurde das Gehirn des Embryos nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Wäre die kleine Maisie also noch länger im Bauch ihrer Mutter geblieben, hätte ihr Gehirn vermutlich langfristige Schäden erlitten. In den ersten 3 Wochen nach der Geburt wurden dem kleinen Baby 3 Bluttransfusionen verabreicht. Dank der ausgezeichneten Pflege auf der Intensivstation des Krankenhauses überlebte sie. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch nicht sicher, ob Maisie diesen schweren Start ins Leben ohne langfristige Schäden überstanden hatte. Nach Einschätzung der Ärzte wäre alles in Ordnung, wenn sie innerhalb der ersten 18 Monate mit dem Sprechen anfangen würde. Für Maisies Eltern begann eine Zeit voller Bangen und Hoffen. Doch Maisie ließ ihre Eltern nicht allzu lange warten. Bereits mit 15 Monaten kam das erste Wort aus ihrem kleinen Mund. Dada. Heute lebt die kleine Maisie gesund und glücklich mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder in Irland. Sie geht bereits zur Schule und zählt zu den besten Schülern ihrer Klasse. Was hältst du von dieser unglaublichen Geschichte? Schreib's uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns auch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!